Wohin steuert der Iran? Eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Im Rostocker Rathaus gab die Konrad-Adenauer-Stiftung am 7. November Einblicke in dieses komplexe Land, das, wie kaum ein anderes, in der weltpolitischen Aufmerksamkeit steht. Auf der einen Seite provoziert der Iran, beschlagnahmte Öltanker, ein Drohnenabschuss und die Anreicherung von Uran sprechen eine klare Sprache. Auf der anderen Seite sehen Menschen ein Land, das von den USA als Spielball benutzt wird und nicht länger tyrannisiert werden möchte. Um angesichts der unzähligen Medienberichte den Überblick zu behalten, hatte die Stiftung den Journalisten Sören Feiker eingeladen. Wir wollen mit unserer Veranstaltung umfassend informieren über gesellschaftliche Strukturen, über die politische Situation im Land, über außenpolitische Aspekte und ja, wollen einfach da einen Überblick geben. Der studierte Iranist Sören Feiker beschäftigt sich schon lange mit dem Iran. Er hält zumindest das Worst-Case-Szenario für unwahrscheinlich. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das tatsächliche Risiko eines wirklichen Krieges sehr gering ist, aber dass, wenn etwas passieren sollte, es sehr gefährlich wäre, und zwar auch insbesondere für Europa und auch Deutschland, weil es Wellen schlagen sozusagen würde auf verschiedenen Ebenen, sei es wirtschaftlich oder ganz konkret wieder mit sozusagen größeren Anzahlen von Geflüchteten, die nach Europa kommen würden, was dann politisch sozusagen in Europa wieder zu Spannung führen würde. Es bleibt allerdings Grund zur Sorge. Auf dem Iran liegt eine Großzahl an Wirtschaftssanktionen. Das führt zu einer humanitären Katastrophe. Die Iraner haben unter anderem einen nur eingeschränkten Zugriff auf Medikamente. Massenhaftes Leid ist die Folge. Europa und die US-Amerikaner tragen eine Mitschuld, so Feiker. Außerdem liegt der Irakkrieg noch immer wie ein Schatten über dem Land. Die Bevölkerung wurde während dieses Krieges immer wieder Giftgasangriffen ausgesetzt. Nun soll also eine Atombombe für die nötige Abschreckung sorgen. Was kann eine Eskalation verhindern? Ich glaube, dass Europa, Deutschland insbesondere, noch mehr, einerseits schon sehr viel tut, aber auf der anderen Seite noch mehr tun kann. Beispielsweise insbesondere noch mit stärkeren wirtschaftlichen Anreizen arbeiten kann, und zwar nicht nur gegenüber vielleicht einer Partei, sondern gegenüber allen involvierten Parteien, um da praktisch noch aktiver zu deeskalieren. Der Gedanke, dass der Konflikt weit weg sei und auf Deutschland keine Auswirkungen habe, ist eine Fehlannahme. Schon jetzt sind Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern vom stark eingeschränkten Handel mit dem Iran betroffen. Die Folgen trägt am Ende die Zivilbevölkerung. Das Fazit von Sören Feiker: Nachhaltige Beziehungen zum Iran schaffen bringe mehr als Sanktionen.